Wir schauen mal, wer sonst noch dabei ist und erweitern jetzt die Runde um zwei Menschen, auf die wir uns wirklich wahnsinnig freuen. Schauen Sie mal, in Berlin ist es zu tumultartigen Szenen gekommen, als Sie vor kurzem dort aufgetreten sind. Autogramme, Selfies, die Fans nahmen, was sie kriegen konnten. Es ging um die Dreharbeiten zu den Tributen von Panem. Sind nicht nur grandiose Romanerfolge, auch die Verfilmungen unglaubliche Kinohits. Jetzt kommt Teil 3 und wir haben heute nicht nur einen Hauptdarsteller da, sondern gleich zwei. Hier sind die Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth. Herzlich willkommen in Graz! You look great. Nice to have you here in the show. Go ahead. Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth. Ich darf sie nicht anfassen, sagt sie. Hello. Hi. Hi. I'm sick. I don't want to. Oh, no. Yeah. Go away, go away. I don't want to touch anyone. I'm sorry. Hi. Nice to meet you. Okay. So, how are you doing? Also. Jennifer, have a seat. Setz dich bitte hin. Genau, also. Wirklich, dass ihr noch eine Halsentzündung bekommt. Genau, Jennifer muss mal ganz kurz erklären, die ist heute dankenswerterweise hier. Eigentlich wollten wir euch alle drei da haben. Auch Josh wollte zu uns heute mit auf die Bühne kommen. Der ist aber so böse erkrankt, dass es nicht mehr möglich war. Und auch Jennifer Lawrence ist mittlerweile ziemlich krank. Umso tapferer, dass sie heute hier erschienen ist. Herzlichen Dank dafür. Ja. Ja. Aber Jennifer Lawrence kann Pfeil und Bogen schießen, sie kann mit Schwertern kämpfen, die haut doch ein Schnupfen nicht um. Ja, die wird auch mit ein paar Bazillen noch fertig werden, da bin ich mir sicher. Solange wir nicht heute machen, was wir mit Diane Keaton gemacht haben, ist, glaube ich, auch alles im grünen Bereich. Da kann eigentlich nichts passieren. Jennifer, was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Was hat euch umgehauen? War es der gute Wein oder war es wirklich eine Grippe? I don't know. Ich weiß es gar nicht genau. Josh und ich sind gelandet und dann hatte er schon Halsweh und dann habe ich gesagt, ach Quatsch, Blödsinn, aber dann ist er wirklich krank geworden. Und heute habe ich gemerkt beim Aufwachen, mir tut der Hals auch weh. Das war echt ein richtiges Stechen im Hals. Das war so ein richtiges Feuerspeien fast bei mir vom Gefühl her. Und jetzt hat sich erwischt, aber du hast trotzdem tapfer gesagt, ich komme hierher und ich präsentiere mich heute hier in Graz. One ja, Direction was here. One Direction is here. One Direction. Bist du ein Fan von One Direction? Well, it's a funny story. I actually have a dog. Ja, ich habe einen Hund, der ist ein Riesenfan von One Direction. Ah, ja. Und zwar jedes Mal, wenn der Hund The Story of My Life hört, dann singt er. Also er jault die ganze Zeit mit. Und ich nenne das Singen und deswegen, glaube ich, ist er echt ein Riesenfan. Der ist ein Riesenfan. Also, Liam ist auch bei uns. Ich finde ein unglaublich gut aussehender erstmal Australier hier in unseren Reihen. Liam, schön, dass du da bist. Dir geht's aber gut, ja? Thank you. Ja, sehr gut, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich frage mich jetzt natürlich, Andreas, du auch, ne? Als alter Inspektor Columbo fragst du dich natürlich, pass mal auf, also wenn der Josh krank ist und die Jennifer auch schon kränkelt und er gesund ist, dann bedeutet das ja unter Umständen, dass die Jennifer und der Josh vielleicht sich besser kennen. Oder nicht? Im Film meine ich jetzt natürlich das. What? Immer diese Gerüchte. No, Liam's just I feel left out of it. Liam ist ja nur der starke Kerl. Ausgelassen. But I do, I should have been involved in something. I know, auch dabei sein müssen. Ja, ich weiß. Genau. Wenn irgendwas passiert bei uns beiden. Ja. Du hast sie ja im Film natürlich nur rein dienstlich beide schon geküsst, Jennifer. Yes. Ja. Möchtest du darüber sprechen? And then you just went blank. Du hast mich gekisst und ich habe dich auch geküsst. Und dann bist fast in Ohnmacht gefallen. Haben wir schon gemacht, ein paar Mal. Das klingt wahnsinnig enthusiastisch, finde ich. Im Film. I don't know. War toll. Und es scheint ihm Spaß gemacht zu haben, dem Liam. Absolutely. Absolut toll. More fun than I've ever had. Es hat mehr Spaß gemacht als alles andere vorher.
Also, Emotionen. Wir haben gerade gesehen, ihr habt im Sommer, ne, ich glaube den ganzen August über in Berlin auch gedreht. Was habt ihr für einen Eindruck von Deutschland? Wie gefällt euch Deutschland? Wie gefällt euch Österreich? Wie gefällt es euch hier in Graz? Love Germany. We had such Deutschland finde ich toll. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, da zu drehen. Wir sind da viel mit dem Fahrrad rumgefahren. Und Österreich finde ich auch toll. Ich wollte immer gerne hier hinkommen. Da habe ich mich echt gefreut, heute die Einladung hier zu bekommen. Jetzt bin ich leider krank. Was habt ihr gemacht? Bei der Weinprobe. Ich wollte immer gerne nach Österreich kommen. Ja, und dann war ich gestern bei einer Weinprobe. Und ja, das ist doch etwas heißer. Darf man ganz kurz nach der Menge fragen? Well, naja. Just small amounts. Kleine Mengen. Natürlich nur ganz wenig. So ungefähr von den Vieren, die wir waren, haben wir 10 Flaschen gekriegt. Aber ich hatte natürlich nichts damit zu tun. Das ist ordentlich. In Australien geht es wahrscheinlich auch gut zur Sache. Liam, von dir weiß man, ihr habt durchaus eine Gemeinsamkeit. Ne? Du bist mit 2 Brüdern aufgewachsen, Jennifer, und Liam ist auch mit 2 Brüdern aufgewachsen. Ja, das stimmt. Yeah. Ja. Yep. 3 Brüder, wir beide. Yeah. Both the youngest. No, I have 2 brothers. Aber ich habe 2 Brüder und ich bin die jüngste. Aber du hast auch 2 Brüder. Ja, ich habe. Wir sind insgesamt 3. Ja, genau, 3. Das sind wir 3. Und einer schöner als der andere. Und was kaum einer weiß, deine Mutter, Liam, ist Lehrerin, ne? My mother is a teacher. Ja, genau, sie ist Lehrerin. Hat die dich auch unterrichtet? She taught me in high school. Das hat sie gemacht auf der Highschool. English and, ich habe da Englisch gelernt bei ihr. Und Persönlichkeitsentwicklung / Aufklärungsunterricht. No. Nee. Echt? Ja, das hast du mir, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Was ist das für ein Gefühl, wenn die Mama vorne steht und einem erklärt, wie das mit dem Bienchen und dem Blümchen so läuft? Did she help out having sex? Is that what you're saying? Nein! She helped you have she sex? Did. Yeah, no, yeah. We were doing sexual education. Ja, wir haben einfach Aufklärungsunterricht gehabt, Sexualkunde. Wir mussten also über sexuelle Aktivitäten sprechen, na klar. Und der erste Unterricht lief so. Meine Mutter hat einen Zettel rumgereicht und jeder kriegte dann eine Sexualkrankheit, über die er sprechen musste. Ich musste über Chlamydien sprechen. Lass uns an dieser Stelle einen Deckel drauf machen. Ich habe das Gefühl, das ist kein gutes Thema. Also, freue mich sehr, dass ihr bei uns seid und wir wollen natürlich über diesen großartigen Film sprechen, von dem sich jetzt schon abzeichnet, dass es ein gigantischer Erfolg ist. Seid beide unglaublich jung und jetzt schon auf dem Höhepunkt der Karriere. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir schauen mal kurz rein. Tribute von Panem, Teil 3. Schauen Sie mal. Also. Tribute von Panem, Mockingjay, der Lockvogel, ein ganz spezielles Wort. Und wird mit Sicherheit wie Teil 1 und Teil 2 auch ein gigantischer Erfolg werden. Wir gehen direkt rein in die Wette. Ist eine sehr, sehr schöne Wette, wie wir für euch vorbereitet haben. Auch mit Blick auf den Abend, den ihr gestern Abend verbracht habt. Und das ist der Kandidat, um den es geht. Schauen Sie mal. Und da ist unser erster Kandidat, Alexander Vogt. Herzlich willkommen in Graz. That's okay, like this. So, Jennifer Lawrence, hello. Alexander, hi, nice to meet you. Liam Hemsworth. Hello. So, schön, dass du da bist, Alexander. Hey, lass uns rübergehen, einmal direkt rein in die Wette. Und ich begrüße zunächst mal deine Kumpels, mit denen du das zusammen machst. Schön, dass ihr alle da seid. Und trag direkt auch mal vor. Hi. Freue mich, euch zu sehen. Hello. So guter Laune. Ihr macht euch so gegenseitig bekannt. Hi. Maybe hi. Wash. Hi. Die machen wash das. Die machen das. Hello. Hello. Okay. Komm gerne rüber zu uns, Jennifer. Hey. Kommt gerne zu mir, Liam, immer zu mir. Und ich erkläre euch kurz, was gleich passiert. Also, Alexander Vogt. Alexander Vogt wettet, dass er einen Turm aus 10 Bierkisten erklimmt, die unter ihm gestapelt werden, während er Saltos springt. Und das Ganze macht er in genau 3 Minuten. Habt ihr verstanden, wie das funktioniert? I understand, but it's ja, ich verstehe es, aber das ist so verrückt, dass ich glaube, dass ich das doch nicht verstehe oder nicht glauben kann. Wichtig ist einfach nur für dich, du merkst dir, er springt und danach gibt es ein gutes Bier. Das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Okay.
Glaubt ihr, dass das funktioniert? Ja oder nein? Jennifer, Liam, was sagt ihr? Euer Wetteinsatz, euer Wetteinsatz. I don't think anybody genau. can do that. Ich glaube, dass das niemand kann. Pass auf, er stellt sich hin auf einen Bierkasten, dann macht er einen Salto rückwärts. In dem Moment schieben die nochmal einen anderen Bierkasten drunter und so stapelt sich das bis hoch auf 10 Bierkisten. Was glaubt ihr? Geht das, ja oder nein? Which one's doing it? Wer macht das? Er macht es. Has he done a lot of backflips before? Hat das schon früher welche gemacht? Alex, zeig doch mal ganz kurz, was du kannst, Alex. Irgendwie herrscht da ein gewisses Misstrauen. So. Oh, that's pretty good. Wow. Das ist gut. So, und das macht er auf 10 Bierkästen und stapelt sich auf diese Art und Weise immer höher. Oh my God. Oh Gott. That was a pretty perfect backflip. Das sah aber toll aus eigentlich. Das war ein perfekter Rückwärtsseite. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass du das machen kannst, aber ich muss einfach sagen, nee, das klappt nicht. Es ist schließlich eine Wette und da müssen wir gegeneinander antreten. Deswegen muss ich Nein sagen. Ich weiß auch nicht, ob das menschlich überhaupt möglich ist. Also ich weiß nicht. Also sage ich ja, wenn du Nein sagst. Das ist in Ordnung. Ja, ich bin dann die andere. Das ist völlig in Ordnung. Pass auf. Jennifer, komm bitte ein bisschen näher zu uns, damit wir euch sehen. Also, wenn ihr die Wette verliert, wenn die Wette verloren geht und einer von euch wird die Wette in jedem Fall verlieren, dann werdet ihr am besten gemeinsam eine Sachertorte verzieren mit Spritztüte, ja, Tülle, Buttercreme und das ganze Programm. Ist das in Ordnung für euch? Fit. Okay. Ihr seid in Österreich. Ja, das ist okay. Einmal Sachertorte für alle. Okay. So, ihr geht bitte auf Position, Alex, ja? Macht euch bereit. Vielleicht gehen wir rüber auf die andere Seite, da ist es ein bisschen sicherer. Jennifer und Liam, bitte. Und ihr sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Die Zeit weiter und du versuchst es ein weiteres Mal. Achtung, 3 Minuten Zeit. Top, die Wette gilt. Oh Gott. Erster ist geschafft. Oh nein! Er kann das. Es hat in den Proben immer funktioniert. Komm, zieh. 5, 4. There he goes. 1 und aus. Wow. Hey man, that was. I can't do one of them. That was still. Mach ich mal eine. Oh my God. I'll make you a cake. Pass auf, wir haben hier ein paar. The fall was still really cool though. Aber das war ein cooler Fall. Ja, das stimmt. So schön ist noch nie einer von einer Bierkiste gestürzt. Also, Alex, gräm dich nicht. Ist eine schöne Wette. Du kannst trotzdem Wettkönig werden. Ja. Geht um 50.000 Euro. Danke euch ganz, ganz herzlich. Für den großen Spaß, macht es euch gemütlich in der Kandidaten-Lounge. Wir sehen uns später. Alles, alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. So, Liam hat leider die Wette verloren. Was bedeutet, wir machen das. Liam ist jetzt an der Reihe. Liam hat verloren. Das heißt, Liam macht jetzt Torte für Jennifer Lawrence. Also, die Hunger Games aus der Steiermark, die wir jetzt hier spielen. Ja, also, pass auf. Einmal loslegen und wir schneiden dann ein schönes Stückchen Sachertorte für dich raus, Jennifer. Ja, so, komm, schreib dir irgendwas Nettes drauf. Du verzierst jetzt bitte beide. Du hast gewonnen, du musst nichts tun. Ich hätte schon ganz gern ein kleines Was immer du möchtest, denk dir irgendwas Schönes aus. He's gonna need help. Kannst natürlich, schau mal, kannst auch eine machen. Do I go now or do I get a time limit? Okay. Habe ich einen Zeitlimit? Nein. Alle Zeit, heute solltest du noch fertig werden. Das wäre ganz schön. What are you doing? Oh, how original. Was machst du denn da? Oh, sehr originell. How original. Was meinst du? Liam, was versuchst du gerade deinen Hund nachzuzeichnen? Nein. I'm drawing a smiley face. Ein Smiley mal ich. Super. Was macht Jennifer? I'm doing a It's horse a Jennifer's head. Smiley face. Jennifer's. It looks just like me. Oh, das sieht aus wie ich. What is that? It's a horse head. Das ist ein Pferdekopf. Ah ja.
Sie steckt direkt auch. Gesehen, ja. Can I change instruments or what? Jennifer kommt aus Kentucky, die muss das wissen. Chinesisches Schriftzeichen vielleicht. Das ist, warte mal. It's actually turning into more of a donkey. Das ist aus dem Baumarkt. Nee, das ist Zucker. Das ist Zucker. Das ist blauer Zucker. Blauer Zucker. Bitte schön. Oh, it's like dye. Oh, okay. Ah, wie ein Farbstoff. Guck mal, das Pferd. Sehr gut. I think it might be a donkey. Könnte aber auch ein Esel sein. Nein. Oh. Das hat schon viel. I should probably eat this. Ich glaube, ich probiere das mal. Guck mal, schau mal, jetzt, Vorsicht. Ah! Die ganze oh, Sahne kommt da hinten auch noch auf. Sorry. Bitte, leg's einfach hin, Jennifer. Leg es einfach hin. Ja. Okay, I'll bring the cake to the giant pile of cream. Genau, also. Jetzt kommt noch mehr drauf. Während Jennifer und ich zurückgehen, sollte Liam zur Strafe ein schönes Stück Kuchen abschneiden und einfach jemandem hier im Publikum servieren. Das fände ich ganz angenehm. So. What do I do? Trau dich. Einfach mal abschneiden. Egal, wer auch immer es möchte. I'm not finished. I mean, oh. Ich bin noch nicht fertig. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich wollte noch weitermachen. Pass auf, da machen wir Folgendes. Ich weiß gar nicht, wie du den jetzt geschnitten haben möchtest. So. Jetzt wird die Sache langsam. Also. Ja. Sehr gut. Mine needs more excitement. There we go. We're both so competitive. We're like, wir sind echt beide super hier, was wir machen. An euch sind Konditoren verloren gegangen. Du schneidest auch noch mal ein Stückchen ab. Komm, Liam, trau dich. Trau dich, du bist Australier. Komm, ein großes Stück. So, sehr gut. Darf ich euch bitten, eins du, einfach hier wahllos ans Publikum zu verteilen. Graz wird es euch danken und wir sehen uns gleich drüben an der Couch. Do I give it to somebody? Ja. Dann gebe ich jemanden aus dem Publikum. Pass auf, ich komme mit. Ja, definitely. So. Okay. Those are too crunchy. Okay, Liam. Hold on, please. Be careful because it's... Oh, okay, this one. So. Good luck here. Hello. This one, this is the one. Here he is. I don't want to get anybody sick. Enjoy! Guten Appetit! Hi! I don't want to get you sick! Wash your hands! Wash your hands! Ich möchte euch nicht anstecken. Hände waschen danach, bitte. Das ist doch mal nett. Das war toll. Did I go too far? Alles gut. Jennifer Lawrence, die hier Kuchen serviert, gemeinsam mit Liam Hemsworth. So entspannt haben wir Hollywood-Stars selten gesehen. Macht's euch gemütlich, bitte schön, auf der Couch. My pleasure. Andreas. Gavalier. Liam, alle da für dich. Schön, dass der Arzt gleich kommt heute, wenn Jennifer so krank ist, ne? That's perfect. Ja, perfekt. Bitte heilen Sie mich. So, Eckart, du bist Talkmaster, du bist einer, der die großen Bühnen auch bespielt. Du hast mir Sorgen gemacht, wenn du mich nach Australien schickst, aber... Warum? Egal. Andere Sendung, ich verstehe. So, Eckart, wir müssen unsere arme Jennifer Lawrence an dieser Stelle ins Bett schicken. Gibt es einen letzten ärztlichen Rat, den du geben kannst? Was sollte sie heute Nacht beachten, damit da nichts mehr anbrennt? The art of medicine is to do as much nothing as possible. So wenig wie möglich musst du tun. Das heißt, warte ab, trinke Tee und der Körper hat Selbstheilungskräfte und es wird wieder gut. Ob du was nimmst oder nicht, in 3 Tagen ist es weg. Das ich könnte nach der Show noch eine Untersuchung... Hättest du noch frei. Ich hätte noch Termine, ja. Ja, genau. Ein Hangover vernichtet alle Bakterien. Yes. Ich finde ja auch. Wirklich? Gut. Denn die anderen hatten alle einen viel größeren Kater als ich. Die hatten alle tierische Kopfschmerzen, aber ich hatte halt leider mein Feuer in der Kehle.
I think it's actually true. Ja, das war die Weinsäure. Zum Glück habe ich 10 Flaschen Wein getrunken. Das war die Säure, also, über Säure. Gute Besserung, Jennifer Lawrence, die morgen, glaube ich, schon wieder in London aufzutreten hat. Und der wir ganz, ganz herzlich danken, dass sie diese Strapazen jetzt dennoch auf sich genommen hat. Jennifer, herzlichen Dank. All the best. It's a great pleasure to have you on the show. Liam, großer Spaß, dich kennenzulernen. Bedanke mich ganz, ganz herzlich. Schöne Grüße an Josh. Also, Tribute von Panem. Dritter Teil wird ein großer Erfolg werden. Ich helfe dir noch kurz runter. Jennifer Lawrence. Thank you so much for being with us. Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth. Thank you so much. Alles Gute euch. Nett. Was hast du? Also. Why not? Yeah.